Willkommen zurück bei Elden Ring und vergesst nicht, ihr könnt natürlich ein kostenloses Abonnement und den kostenlosen Daumen nach oben da lassen. Was ich zwischen den Parts gerade noch gesagt habe, als ich schnell auf Toilette war, also nachdem ich auf Toilette war natürlich, wenn ich so ein bisschen abgefuckt klinge, das ist nicht negativ für das Spiel, ne? Ich mag das, wenn das Spiel mich abfuckt, weil ich bin angestrengt. Ich bin angestrengt wie bei Souls, jede Ecke. Am Anfang dachte ich erst, als ich in das Dungeon reinkam, ja, ist doch ganz nett. Und so, aber mittlerweile sage ich halt, wow, also, hui. Langsam aber sicher bin ich echt sold. Also das ist, die Legacy Dungeons sind Hammer. Zumindest schon mal das erste hier schon Hammer, aber es ist auch hammer schwer, das muss man auch sagen. Und ich saß an dem Grace, ne, dummerweise. Das heißt, der Boss ist wieder am Leben. Oder ist der für immer weg? Der ist für immer weg. Oh, das ist schön, dass der für immer weg ist. Das freut mich. Was ich auch mal öfter nutzen muss übrigens, ist mir eingefallen. Wir müssen öfter mal unsere Summons benutzen. Wir haben jetzt gerade die Adligen ausgewählt oder sowas oder irgendwas. Wo 5 Leute kommen. Die müssen wir echt öfter mal nutzen. So, gehen wir mal hier raus, auch wenn es sehr gefährlich aussieht da draußen. Da ist jemand an der scheiß Balliste wieder. Ich glaube nicht, dass man hier raus soll. Ich glaube nicht, dass das der Weg ist, den man gehen soll, aber ich werde versuchen es trotzdem. So ins Battlefield rein hier. Aber hier ist auch eine zusätzliche Herausforderung, das hier zu machen, ne? Mit so vielen Gegnern. Wie viele Bolzen gerade mit drin stecken. Natürlich. Dieses Dungeon ist so hammergut, Leute. Ich bin so happy gerade. Ich bin echt, wenn ihr denkt, irgendwie die letzten Part oder sowas, ich klang so abgefuckt und oh, das gefällt mir gar nicht zuzugucken, weil der geht immer so negativ und abgefuckt über das Spiel. Glaubt mir, Leute, das ist dann, wenn ich Souls zu 100% genieße. Dann klinge ich so. Wenn das Spiel mich einfach fertig macht. Aber ich liebe es, wenn das Spiel mich fertig macht. Ich liebe das, Leute. Ich liebe es. Es gibt nichts Besseres als das Spiel, wenn es einen fertig macht. Ich wollte eigentlich schwingen, aber gut. Das war jetzt der Weg zum Tor unten, oder? Wow. Okay, hier soll ich nicht lang. Hier soll man definitiv nicht lang. Ich hab verstanden, Spiel. Wir sollen hier nicht lang gehen. Ich hab's verstanden. Keine Sorge, wir bleiben erstmal hier oben. Hier gibt's ja noch genug zu entdecken. Allein da ist schon wieder eine Leiter und überhaupt und... Hier sind so viele Wege, Mann. Ich weiß gar nicht, wohin. Also hier kann ich schon mal die Treppe hoch. Da oben ist bestimmt wieder ein Gegner. Natürlich ist hier ein Gegner. Und dann gibt es hier bestimmt noch versteckte Wände, wo ich noch gar nicht nachgeschaut habe. Es gibt bestimmt auch noch einfach so versteckte Wände und alles. Oh mein Gott. Dieses Dungeon wird so riesig.
Und ich glaube, das Gefühl, wir haben noch nichts gesehen von hier. Wir haben echt nur gefühlt so 20% hier gesehen bisher. Oh, da vorne ist ein Fetti. Der ist ganz schön fett. Ob ich den schaffe, weiß ich nicht. Ich muss es aber versuchen, leider. Es führt keinen Weg dran vorbei. Aber kann ich mein Summon wieder machen? Nee, ich habe nicht genug FP dafür, ne? Für das Summon. Warte, das geht, glaube ich, nicht, wenn ich... Nee. Schade. Da ist ein Gemälde. Kann ich da rein? Ohne, dass er mich sieht. Ich weiß halt noch nicht, wo das Gemälde ist, aber ich muss irgendwann vielleicht mal googeln, mir Hilfen holen dafür. Herauszufinden, wo ich dafür hin muss. Gemälde Prophezeiung. Tja, der lebt auf jeden Fall, der Typ. Was ich mich frage, kann man ihm vorbeischleichen? Und was ist hier vorne? War ich hier vorne schon drin? Nee, ne? Hier war ich noch nicht drin. Hier liegt vielleicht auch noch was. Holzgroßschild. Ich überlege auch schon, ob wir ein bisschen mehr auf Ausdauer gehen und dann anfangen, ein Schild zu nutzen. Ich kann ein zweihändiges Schwert nutzen und trotzdem ein Schild nutzen. Was ich auch überlege, ist, ob ich nicht ab und zu mal das hier mache. Mit dem Schild einfach zu blocken. Das geht ja auch. Das Item da vorne kriegen wir nicht, oder? Ist das ein Item? Es leuchtet da vorne so, ne? Also es sieht aus, als wäre ein Item. Das würden wir natürlich nicht bekommen, wenn wir den jetzt nicht machen. Oh ne, schon wieder Vögel. Gar keinen Bock auf Vögel. Hier ist eine Statue. Und hier ist Grace. Oh mein Gott, ich habe Grace gefunden. Mein Leben hat wieder einen Sinn, meine lieben Freunde. Mein Leben hat wieder einen Sinn. Oh, ist das schön. Oh, hier ist ein Aufzug. Ist das der Aufzug? Nee, das ist nicht der Aufzug. Da? Muss gleich gucken, wo der lang geht. Und hier geht die Tür, kann ich auch aufmachen. Kann das sein, dass das die Tür ist? Nee. Wo geht's denn hier hoch? Hier war ich noch nie. Nee, hier war ich nicht. Oh, guck mal, das sind kleine Potties. Greifen die mich an? Ja, tun sie. Ich sehe, dass da hinten auch noch ein großer Potty ist, ja. Großer Potty ist tot. Gesprungener Topf. Und ihr wollt mich nicht töten, okay. Noch ein gesprungener Topf, nice. Aber ich könnte euch töten. Easy.
Sturmrufer Kriegsasche. Ich muss auch einfach mal mit der Kriegsasche was machen. Das auch mal nutzen und so. Kukri, okay. Die Kukri, das sind doch wohl auch irgendwie Wurfmesser. Können wir auch öfter mal nutzen. Von da oben kann man bestimmt auch irgendwann runterkommen. Ich glaube, da kann man auch oben sein, weil da oben ist auch nochmal Loot. Was hier unten ist, keine Ahnung. Wieder ein Grace. Bestimmt ein Boss hier in der Nähe jetzt. Das sieht so aus, als wäre hier irgendwie der Weg zu einem Boss. Aber jetzt kommen auf einmal ganz viel Grace, weißt du? Als ich da oben stand und verzweifelt war, kein Grace, weit und breit. Ah, da ist der Boss. Da ist ein Boss. Ich weiß nicht, ob es der Boss ist oder ob es ein Boss ist. Den brauche ich für ein Level Up, das ist die Frage gerade. Versuchen ein Level Up zu bekommen. Das müsste eigentlich reichen, oder? Na, wunderbar, reicht. Dann geht noch mal ein bisschen Kondition. So. Damit will er echt einiges herstellen. Seit Cryptload kann es bis 32 erhöht werden. Das heißt, wir können tatsächlich Handschuhe tragen. Besser. In vielerlei Hinsicht. Nur das Gleichgewicht ist hier nicht besser, aber sonst. So. Ich glaube, das wird der richtige Boss hier sein, ne? Ja. Mighty Dragon. They're the true born air. Lend me thy strength, O kindred. Deliver me unto greater heights. Well. Mal ganz kurz schon mal. Weil ich noch nicht weiß, was er macht, aber ich will es erstmal. Ich will erstmal schauen. Wow. Mein Problem gerade ist auch, ich mache kaum Schaden auf dem. Ich weiß nicht, ob ich den schon machen können soll jetzt. Ich weiß es nicht.
Oh, zweite Phase. Shit, shit, ich bin tot. Oder auch noch nicht tot, aber ich habe kaum noch Lebensregeneration. Meine letzte Heilung hier. Shit, jetzt bin ich tot. Das überlebe ich leider nicht. Doch ganz knapp überlebt. Mehr Heilung habe ich aber nicht mehr, das war's. Das war's aber jetzt. Das überlebe ich nicht. So knapp, so wenig Leben hat er nur noch. Der hatte nur noch 10%. Also es geht. Man kriegt den Boss tot, aber... Eieiei. Ich muss noch ein bisschen besser werden. Klein bisschen besser. Dann geht das. Ich hoffe, ich muss diese Katze nicht jedes Mal sehen, weil das nervt. Und ich glaube, ich mach mal die Wölfe, weil ich glaube, ich kann die Wölfe zweimal holen. Ich habe Godric schon beim zweiten Versuch gerade fast gelegt, ja. Hey, die Wölfe kosten sogar mehr. Ah, na egal. Ich hab grad vergessen, zwei Tode. Mach ich gleich. So, Tode sind gezählt.
komme hier nicht weg. Nein, ich kam da nicht weg, Mann. Das ist so unfair. Ich hing am Baum, lieber Godric. Ich hing am Baum fest. Was soll ich denn machen? Bitte, lieber Godric, erzähl mir. Was macht man, wenn man im Baum hängt? Ach, der ist so schwach, der Boss. Und das tut so weh, immer zu verlieren bei dem. Weil der ist so easy eigentlich. Hab ich den Death jetzt gerade gecountet? Ich hab's vergessen. Ich glaube nicht. So, jetzt habe ich ihn aber. So. Ich glaube, der Zauberartig bringt nicht wirklich was. Wenn ich ehrlich bin. Ich habe nicht mal 200 FP. Kann ich niemals rufen. Okay. Die gehen auch nicht, ne? Habe ich auch nicht genug für. Doch, müsste ich eigentlich genug für haben. 54. Jetzt habe ich endlich mal den Critical Attack gemacht. Die macht kaum Schaden, leider. Okay.
down! Ja, Mann! Große Runen. Die großen Runen, die ihr durch einen Sieg über Fragmentträger haltet, haben ihre Kräfte verloren. Ihr könnt diese jedoch in heiligen Türmen im Zwischenland wiederherstellen. Lest die Beschreibung in einer großen Rune, um herauszufinden, welche heiligen Turm ihr besuchen müsst. Ich soll das verpflanzen, okay. Godric ist down. Für die Boss-Arena noch ein bisschen kurz gucken. Wie viel Seelen haben wir bekommen? 20.000 immerhin. Immerhin. Vielleicht liegt hier noch irgendwo Zeug rum. Aber ich glaube, man kann hier an den Seiten einfach in die Tiefe fallen, ne? Wie immer. Wenn man schön auch sterben kann hier. Wenn man zu weit außen rumläuft. Wir haben eine alten Runen von genau 0. Genau 0 Runen. Alter, das war ein harter Kampf. Das war ein harter, aber auch sehr geiler Kampf. Aber auch sehr hart. Aber auch sehr geil. Aber auch sehr hart. Aber auch sehr geil. Eieieiei. Also ich muss sagen, wie hieß er, Godric, ne? War deutlich einfacher als der Typ vorher. Der Boss, fand ich. Er war sehr imposant, also er hat sehr viel Eindruck geschindet durch seine Form und alles, aber an sich. Ich glaube, das ist einfach hinter dem Schloss jetzt, ne? Das ist jetzt der Weg hinter das Schloss. Ins neue Gebiet. Ah ne, da ist der Thron. Ja, das ist jetzt mein Thron, ne? Das ist mein Thron. Ich kann wieder nicht einfache Attacke machen. Warum das denn? Man kann ihn nicht angreifen in den Raum. Achso, hier ist kein Kämpfen. Ich glaube, links das Symbol ist für kein Kämpfen, ne? Okay, hier kann man also nicht kämpfen, aber ich kann gucken, ob hier eine unsichtbare Wand ist, indem ich gegenrolle. Ja, das müsste ja auch gehen. Aber ich wollte gerade gucken, ob hier unsichtbare Wände sind. Bei einem Raum, wo gar nichts ist, ist ungewöhnlich. Aber gut. Ui. Das sind immer die gleichen Statuen, aber das hier ist eher das früher gewesen? Bevor er so wurde, wie er jetzt ist. Mit den ganzen Händen und den ganzen Armen und so. Gute Frage, ne? Ist hier noch ein Boss? Ich gehe leveln. Ich gehe noch oben zum Grace und level. Nicht, dass da unten irgendwie noch ein Boss spawnt oder so. Ich traue dem Spiel alles zu. Das Spiel hat mir nicht umsonst hier vorne den Grace hingelegt. Das ist dafür da, damit ich level. Und vielleicht können wir noch mit ihr sprechen jetzt. Achso, wir haben hier nicht was entdeckt. Ah, Respekt. Jetzt einfach weitergelaufen. Okay, wir können nicht mit ihr reden, aber wir können zwei Stufen aufsteigen. Aber das Equip-Load wird richtig gut. Guck mal, 7 pro Level. Was macht das pro Level? 1,5. Das ist schon echt hart. Wir können also 0,75 mehr pro Level tragen, auf jeden Fall, um gleichzeitig die gleiche Rolle zu behalten. Das ist schon... Ist nicht was... Na gut, das ist das Ende des Schlosses. Doch, doch. Das macht Sinn. Doch, doch. Okay, Moment. Können wir jetzt was Schöneres ausrüsten? Was Besseres? Können wir vielleicht noch einen Helm ausrüsten? Aber ich glaube, ein Helm ist so viel, ne? Ja. Helm ist zu viel. Wobei, vielleicht so ein einfacher Helm. Warte mal, die Hälfte ist jetzt 34,5, 34,6. Leicht darüber, 34,6. 34,6. Nix hiervon. Kann schon was Leichteres anziehen hier. 34,6. Das ist noch leichter. Dann könnte ich mir vielleicht endlich einen Helm anziehen. 34,6. Sogar den kann ich mir anziehen.
Sieht zwar ein bisschen lustig aus, aber hey, immerhin. Hör, hier sind Gegner. Oh, das ist der Überrest von ihm. Pushing me about like that, and after all that grafting, where did that get you? Look back on me, Roger. Got it, filthy slug. Feel it, feel it, feel my bloody wrath. Oh, hello there. This weasel was. Godric was always looking down on me. He got what he bloody deserved thanks to you. I'll tell you though, what goes around comes around. He had an ugly heart, an uglier countenance, and met the ugliest of ends, eh? Now, I suppose I'm free. I can do whatever takes my fancy. Can I, mate? Now, I suppose. Okay. Ich finde meinen Helm geil. Guck mal, was für Haare ich jetzt hab. Jetzt bin ich ein richtiger Schmied mit langen Haaren. Und diese Lumpen, die sahen so hässlich aus. Ich hab die einfach ausgezogen, weil die scheiße aussahen. Die sahen so scheiße aus, deswegen habe ich die nicht angelassen. Ich weiß, das würde mir mehr Verteidigung geben, ist mir aber egal. Fashion Souls. Ich ziehe nichts an, was total scheiße aussieht. Okay, der Helm sieht auch scheiße aus jetzt, aber egal. So. Invade oder was? Warte mal. Ich habe gerade eine Idee im Kopf, aber ich sag's jetzt nicht. Nicht, dass ich mich hier lächerlich mache. Shabiri-Traube. Jungfer, teure Jungfer, wo seid ihr? Bitte nehmt meine Trauben. Schade, ich dachte, hier wäre einfach eine Hidden Wall oder so. Hier ist bestimmt irgendwo eine Hidden Wall, ganz ehrlich. Hier muss irgendwo eine Hidden Wall sein, definitiv. Irgendwo ist hier was versteckt. Ich werde das mal googeln, ob es irgendwo mal Hinweise gibt, wo die nächsten Hidden Walls und so sind. So, und jetzt sind wir hinter dem Schloss, ne? Nice. Jetzt nur die Frage, mache ich das jetzt hier hinter dem Schloss weiter, oder? Oder gehe ich wieder ins Schloss rein? Ah, ich kann hier, glaube ich, mit dir sprechen gerade, warte. Beim Schloss gibt es ja auch noch jede Menge zu tun. Ah ne, das Schloss ist ja noch lange nicht vorbei. Stand die schon immer hier? Nee, die habe ich aber schon mal getroffen. Da habe ich ja gesagt, oh, Firekeeperin. Hallo? Ist jemand da? Mein Name ist Hayata. Und ich journeying in search of the distant light. If I might be so bold as to ask, would you donate any Shabiri grapes in your possession to me? My eyesight has been weak since birth, you see. I can't tell which way I'm supposed to go next, but when I eat one of those grapes, ah, I can feel a distant light in the back of my eyes. It will lead me to my true duty as a finger maiden. Ich kann dir eine geben. Many thanks to you. Now I can feel the distant light once more. You are most kind indeed. May the blessing of the fingers be upon you. Oh, cool. You are most kind indeed. May the blessing of the fingers be upon you. Okay. Das Gebiet hier ist nur leider immer noch zu hoch für uns, laut Internet. 40 bis 50 soll hier sein. Na gut, wir sind 40, immerhin. Also stimmt es jetzt tatsächlich, aber da muss man echt alles machen für, damit man hier das empfohlene Level ist. Das ist schon krass. Aber ich will trotzdem nochmal hier ins Schloss gehen. Ich will trotzdem mal gucken, was es hier so gibt. Hier gibt es noch einen zweiten Boss. Ich weiß es hundertprozentig, dass es hier noch einen Boss gibt. Ich habe ihn nämlich gesehen. Ich habe ihn gesehen, als ich da runtergestürzt war.
Aber liebe Freunde auf YouTube, das war's für diesen Part. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dahin, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.